Sie ist eine Frau, die sich nicht unterkriegen lassen will. Ich habe wirklich harte 10 Jahre hinter mir. Und ich möchte einfach nur für mein Recht kämpfen. Am 30. März 2013 dreht sich das Leben von Ann-Christine Wojciechowski um 180 Grad. Was als entspannter Abend mit einer Freundin und 2 guten Bekannten anfängt, endet in einem Albtraum. Die damals 21-Jährige wird von einem der Männer in ein Zimmer geführt, geschlagen und vergewaltigt. Mit dem darauf folgenden Gerichtsprozess beginnt für Ann-Christine ein Kampf, der bis heute andauert. Von unserem System hier in Deutschland bin ich komplett alleingelassen worden. Ann-Christine fühlt sich ungerecht behandelt. Der verurteilte Täter kann sich vor Antreten seiner 3-jährigen Haftstrafe ins Ausland absetzen, ist bis heute auf der Flucht. Das Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 Euro bekommt Ann-Christine bis heute nicht. Unter bestimmten Voraussetzungen müsste der Staat übernehmen, weiß Rechtsanwältin Viktoria Hesseler. In Deutschland ist es so, dass Opfer einer Gewalttat einen sozialrechtlichen Entschädigungsanspruch gegen den Staat haben. Die Voraussetzungen sind im Opferentschädigungsgesetz geregelt. Der Grad der Schädigung wird durch ein Gutachten festgestellt. Bei ausreichendem Schädigungsgrad wird eine Opferrente bewilligt. Ann-Christine bekommt 1 Jahr lang eine Entschädigung in Höhe von 130 Euro pro Monat. Dann werden die Zahlungen eingestellt. Mit der Begründung, ich habe offensichtlich noch beide Arme und beide Beine und sitze nicht im Rollstuhl. Aufgrund dessen ist die Erkrankung, also die Folgeerkrankung, nicht offensichtlich. Für Ann-Christine ein Schock. Denn die 31-Jährige leidet bis heute unter den Folgen der Vergewaltigung. Sie hat Flashbacks, Albträume, kann das Haus nur in Begleitung verlassen. Ann-Christines größte Stütze ist ihr Ehemann Stefan. Ihn lernt sie 2015 kennen. Die beiden haben heute 2 gemeinsame Kinder. Ihre Beziehung ist stark von dem Erlebten geprägt. Ja gut, merken tut man es jeden Tag. Alleine wenn es heißt, wir müssen einkaufen gehen, muss ich dann entweder gucken, dass wir es irgendwie mit meiner Arbeit dann vereinbaren, dass wir nach der Arbeit, vor der Arbeit fahren. Normaler Alltag ist für das Paar eine Herausforderung. Allein zum Friseur fahren, für Ann-Christine ist das keine Option. Es ist für mich natürlich belastend, dass ich immer einen irgendwie mitnehmen muss. Ich würde halt auch schon mal gerne auch für mich sein irgendwie. Aufgrund ihrer Einschränkungen kämpft die 31-Jährige um die Fortsetzung ihrer Opferrente. Zuletzt mit einem neuen Gutachten, in dem ihr auf über 100 Seiten eine posttraumatische Belastungsstörung und der Anspruch auf die finanzielle Unterstützung bestätigt wird. Dieses Privatgutachten wird vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland allerdings nicht anerkannt, mit der Begründung, es handle sich nur um eine medizinische Stellungnahme. Das Gericht könnte auch dem Privatgutachten folgen, das ist es nicht. Aber das beste Vorgehen ist eigentlich, dass man sich das gerichtliche Gutachten anschaut und sagt, hier haben wir Lücken, hier haben wir Mängel. Und wenn das Privatgutachten das dann im Prinzip genau aufgreift und diese Lücken deckt, dann kann man Zweifel an dem gerichtlichen Gutachten sehen. Das Privatgutachten sei auf das Schließen dieser Lücken gar nicht überprüft worden, so empfindet es Ann-Christine. Ich bin jeden Weg gegangen, um zu beweisen, wie schlecht es mir geht. Und immer wieder möchte das Gericht noch neue Beweise, wo ich einfach sage, das kann doch nicht wahr sein, was muss ich denn noch machen? Nur an einem Ort kann sie ihre Sorgen für einen kurzen Moment vergessen. Fast täglich geht es für Ann-Christine zum Reitstall. Hier arbeitet sie auf ihren größten Traum hin. Sie möchte sich zur Reittherapeutin ausbilden lassen und damit anderen Opfern sexualisierter Gewalt helfen. Ihre beste Freundin Lisa unterstützt sie dabei. Wenn Ann-Christine was macht, dann mit Herz und Seele. Zuspruch, der ihr viel bedeutet. Ja, die kann das, glaube ich, fühlen, ja. Was mir passiert ist und sie auch. Ja, und das ist einfach schön, so einen Menschen an der Seite zu haben. Die Ausbildung zur Reittherapeutin kostet knapp 3.000 Euro. Die Opferrente, für die Ann-Christine kämpft, würde einen kleinen Teil dazu beitragen. Nach 10 Jahren Ringen mit dem Gericht gehe es ihr mittlerweile aber eigentlich gar nicht mehr um das Geld. Ich möchte vielmehr um diese Anerkennung kämpfen und auch die Anerkennung von ganz vielen anderen Frauen. Auch um zu zeigen, bitte kämpft weiter und gebt nicht auf, egal wie viele Steine euch in den Weg gelegt werden. Ihr Appell? Gesetze müssen sich ändern. Psychische, nicht auf den ersten Blick sichtbare Folgen von Gewalt müssen ernster genommen werden. Also kämpft Ann-Christine Wojciechowski weiter, um selbst gehört zu werden und auch um anderen Betroffenen eine Stimme zu geben.